Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute im Tierheim Berlin und mit mir hier ist Maren Essmeier. Frau Essmeier, schön, dass Sie da sind. Ich bin schon ganz gespannt, was Sie mir zu Ihrer Arbeit hier berichten werden. Vielen Dank, ich freue mich. Liebe Frau Essmeier, mögen Sie sich unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen? Wer sind Sie und wie sind Sie zum Tierheim Berlin gekommen? Ja, na klar. Also ich bin Maren Essmeier. Ich bin seit 2016 insgesamt hier beim Tierschutzverein für Berlin. Und seit 2020 habe ich auch die Tierheimleitung übernommen. Das Tierheim Berlin ist ja eines der größten Europas und eines der modernsten der Welt. Wie viele Tiere leben hier? Wir haben jetzt gerade um die 1400 Tiere. Das schwankt aber von Woche zu Woche. Also wir hatten zwischenzeitlich auch über 1500. Jetzt sind es gerade ziemlich genau 1400 und ein paar. Wie schaffen Sie es, so viele Tiere zu versorgen? Das schaffen natürlich in allererster Linie unsere Mitarbeiter und unsere fleißigen ehrenamtlichen Helfer, auf die wir angewiesen sind. Das ist jetzt, also es ist saisonal eine unterschiedliche hohe Belastung. Jetzt gerade im Sommer ist es immer eine sehr hohe Belastung und geht auch mit vielen zusätzlichen Aufgaben für unsere Mitarbeiter einher. Welche Tierart wird hier am häufigsten abgegeben? Also die meisten Tiere landen bei uns erstmal als Sicherstellung seitens der Veterinärämter oder als Fundtiere. Gerade dieses Jahr war es vermehrt zu merken, dass wir extrem viele Fundtiere hatten, die nicht wieder abgeholt worden sind, sodass wir natürlich davon ausgehen müssen, dass sich ja die Leute bewusst ihre entledigt haben. Abgabetiere nehmen wir aktuell nur begrenzt an, weil wir unsere Kapazitäten so sehr begrenzt sind. Am allermeisten haben wir natürlich, also haben wir Katzen im Tierheim. Danach kommen Hunde, danach kommen Kleintiere, Exoten und Vögel. Ich habe gesehen, dass Sie hier auch eine Tierarztpraxis auf dem Gelände haben. In welchem Zustand sind die Tiere meistens, wenn sie hier im Tierheim ankommen? Genau, also wenn die Tiere bei uns ankommen, dann findet natürlich erstmal eine Eingangskontrolle statt. Die werden einmal medizinisch durchgecheckt. Wir haben Tiere, die in einem guten gesundheitlichen Zustand sind natürlich, die dann auch dementsprechend schnell weitervermittelt werden können. Und wir haben Tiere, die kommen im ganz katastrophalen Zustand bei uns an. Manche müssen sofort eingeschläfert werden, weil einfach das Leid schon so groß ist, dass wir ihnen leider nicht mehr helfen können. Und bei anderen dauert häufig die Gesundung und die Pflege mehrere Wochen, bis die Tiere tatsächlich vermittlungsbereit sind. Welche Krankheitsbilder kommen am häufigsten vor, wenn die Tiere hier eintreffen? Also wir haben natürlich häufig tumoröse Erkrankungen, wo die Besitzer sich nicht um die medizinische Versorgung gekümmert haben, dementsprechend dann erstmal ein paar Mal operiert werden müssen. Dann haben wir natürlich auch viel mit Schnupfen zu tun bei den Katzen, der über ein paar Wochen auskuriert werden muss, mit Medikamenten behandelt werden muss. Wir haben Pilzerkrankungen, die jetzt gerade dieses Jahr recht häufig vorkamen, leider. Und ja, allgemein schlechter Allgemeinzustand. Manchmal ist die Diagnose häufig noch unbekannt, wenn die Tiere zu uns kommen und wir müssen dann erst nachforschen. Und unsere Tierärzte sind dann damit beschäftigt zu schauen, was dem Tier fehlt. Wir haben von Herzproblemen, Niereninsuffizienzen, haben wir eigentlich alles. Ist die finanzielle Belastung durch Tierarztkosten auch häufig ein Grund, warum Halter ihre Tiere hier abgeben? Oder zum Beispiel, wenn ein Tier medizinisch dauerhaft versorgt werden muss? Was sind so die Abgabegründe? Also die medizinischen Kosten, die ein Tier verursacht, die sind immer mal wieder ein Abgabegrund, warum Tiere bei uns landen. Wir versuchen aber auch im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, gerade wenn es sich um Tiere handelt, die schon über viele Jahre in der Familie sind und wo die Besitzer sich auch wirklich Mühe geben und sich nicht nur einfach eine einfache Lösung darin suchen, das Tier im Tierheim abzugeben. Und das ist aber nicht der häufigste Abgabegrund. Also die häufigsten Abgabegründe sind auf jeden Fall Verhaltensprobleme, denen die Leute nicht Herr werden und die allgemeine Überforderung mit der Tierhaltung, die damit einhergeht. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Warum entscheiden sich Menschen dafür, ein Tier aus dem Tierheim zu adoptieren? Wir kriegen glücklicherweise ganz viele Anfragen pro Tag von tierlieben Mitmenschen, die sich für ein Tier aus dem Tierheim interessieren. Wir kriegen für Hunde pro Tag um die 40 Anfragen, für Katzen um die 100, was uns sehr freut, weil das natürlich eben zeigt, dass die Leute auch gerne im Tierheim nach einem neuen Gefährten schauen. Allerdings merken wir leider, dass häufig Angebot und Nachfrage nicht so ganz zusammenpassen, weil eben die meisten Katzen landen zum Beispiel bei uns aus medizinischen Gründen und aus verhaltensbedingten Gründen. Also jede dritte Abgabe ist auch verhaltensbedingt und viele Menschen suchen natürlich eine nette, verschmuste Wohnungskatze und diesem Bild entsprechen eben dann die meisten Katzen, die bei uns auf dem Zuhause warten, leider nicht. Viele freilebende Katzen, die wir hier zusätzlich noch haben, die eher wild dem Menschen gegenüber sind und mit dem gar nicht so viel zu tun haben möchten, wie vielleicht die interessierte
Seniorin sich eigentlich so für ihr Alter gewünscht hat, nämlich eine Schmusekatze zu adoptieren. Und bei den Hunden verhält es sich sehr ähnlich, eigentlich noch schlimmer, weil wir da über 90% Hunde haben, die schwere Bissvorfälle verursacht haben. Und die meisten Anfragen sich natürlich auf einen Hund, netten Hund beziehen, den man relativ unkompliziert in sein eigenes Familienleben integrieren kann. Wenn ich ein Tier aus dem Tierheim aufnehmen möchte, wie bereite ich mich optimal darauf vor? Was sind die Voraussetzungen, die ich mitbringen sollte? Also im Tierheim muss man natürlich einfach schauen, was für Tiere sind da. Wenn ich jetzt beispielsweise mich für zwei junge Katzen entscheide und möchte gerne ja, wirklich zwei Jungkatzen zu Hause schenken auf Lebenszeit, dann ist es erstmal wichtig, dass ich mich mit Katzenhaltung ein bisschen beschäftige, gerne im Tierheim auch um Rat frage. Wir haben auch so Merkblätter, die wir Interessenten gerne mitgeben. Dann ist es wichtig, dass man seine Wohnung erstmal katzensicher ausstattet. Also sprich, wenn man einen Balkon hat, muss der vernetzt werden, um Abstürze zu verhindern. Und dann muss ich natürlich auch mir überlegen, wo stelle ich Katzentoiletten auf. Immer eine mehr, als man Katzen hat. Also wenn man zwei Katzen möchte, muss man drei Katzentoiletten aufstellen. Und dann mehrere Kratzbäume, Kletter- und Spielmöglichkeiten. Und wenn das gewährleistet ist und man das in seine Wohnungseinrichtung integrieren kann und möchte, weil Katzen sind leider kein Fan von Minimalismus, dann kann man gerne im Tierheim auf jeden Fall zwei passende Jungkatzen finden. Damit Sie Ihre unverzichtbare Arbeit leisten können, sind Sie auf Unterstützung angewiesen. Welche Möglichkeiten der Spende gibt es bei Ihnen? Also wir haben natürlich ein großes Netzwerk von Unterstützern, die uns schon viele Jahre unterstützen und ohne die wir dieses Tierheim auch gar nicht finanzieren könnten. Wir haben sehr, sehr viele Spender, die für Hunde oder für Katzen nochmal separat spenden. Also wir haben so Gemeinschaftspatenschaften für alle Hunde im Tierheim, für alle Katzen im Tierheim. Also das sind so die häufigsten Wege, dass Leute uns einfach allgemein unterstützen, bestimmtes Projekt unterstützen, weil wie beispielsweise die Anschaffung vom neuen Ultraschallgerät, was wir letztes Jahr unbedingt benötigt haben, und eben auch die Patenschaften, die für einzelne Tiere, aber eben auch für Tiergruppen übernommen werden. Liebe Frau Essmeier, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Tierheimarbeit gegeben haben. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie noch viele weitere Menschen unterstützen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Es gibt bestimmt das ein oder andere Tierheim auch in Ihrer Nähe, das Unterstützung gebrauchen kann. Alle Infos zum Tierheim Berlin finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut!